Der eine beschließt, berühmt zu werden und wird es prompt. Die andere verliert sich zwischen Aserbaidschan und Israel und versucht, sich wiederzufinden. Und der dritte will seiner Tochter nahe kommen, als es bereits zu spät ist. Wir sprechen heute über drei spannende Figuren. Zwei davon sind literarische Persönlichkeiten, bei der dritten ist das nicht ganz so sicher. Umso schöner, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Lesart in diesem Jahr, wieder aus der Wiener Buchbar Vill im 6. Bezirk. Begrüßen Sie bitte mit mir unsere Gäste, die mit viel Kritikerlob bedachte Romandebütantin Olga Krasnova, den polyglotten Schriftsteller Raoul Schrott, den Universalkünstler André Heller und seinen Biografen Christian Seiler. Herzlich willkommen, die Herren. Herr Heller, Sie feiern Herr Kovic, jetzt... Wo sind wir da? Wo wir im Buchcafé Vill. Wieso? Ja, das ist alles ein bisschen merkwürdig und ich hege den Verdacht, wir sind bei versteckter Kamera. Also kann irgendwas passieren? Nein, es kann nichts passieren, außer dass Ihre Dingsbums wegfällt. Herr Heller, Sie feiern am 22. März Ihren 65. Geburtstag. Diese Biografie, die jetzt erscheint oder eben erschienen ist, ist es ein Geschenk oder hat man Ihnen nahegelegt, sich dieses Buch zu wünschen? Also erstens, ich feiere ihn nicht, ich gehe weg. Wohin? Ja, weg. Und hinterlassen eine große... Oh nein, und wer gut essen und ein bisschen spazieren geht. Der Christian Seiler wollte das tun, nämlich mein Leben irgendwie zu durchforsten. Und was dann herausgekommen ist, hat einfach gefordert, dass ich mich damit sehr beschäftige, dass ich viel mit ihm rede, dass wir uns aufeinander einlassen, dass ich Vertrauen zu ihm habe, wie das so ist. Man kann nur entweder die Pappen halten oder man gibt wirklich zu Protokoll, was man erlebt hat. Und ich habe mich dann für Zweiteres entschieden. Und dann haben wir viele Jahre immer wieder uns einander ausgesetzt. Und jetzt gibt es das gedruckt. Wir werden anschließend noch genug Zeit haben, darüber zu sprechen. Christian Seiler, wir duzen uns, weil wir uns einfach schon zu lang kennen, um zu dem Sie zurückzukehren, das für die Zuschauer. André Heller, die Person auf einen Begriff zu bringen, stelle ich mir extrem schwer vor. Bei Feuerkopf seid ihr jetzt gelandet. Wie lang war denn die Liste von möglichen Titeln und welcher Titel, um welchen Titel tut sie dir am meisten leid? Oder welcher war denn der absurdeste, je nach Geschmack jetzt? Also ein Titel, mit dem ich eigentlich die ganze Zeit gut leben konnte, war André Heller. Mhm. Also das wäre für die Biografie war eigentlich ganz passend. Aber der André Heller selbst hat gerade gesagt, richtig gesagt, über einen wie ihn einfach nur einen Namen hinzuschreiben, das ist zu wenig. Und dann haben wir angefangen zu überlegen und sind von warst nicht aufgestiegen, warst nicht runtergefallen, wäre zum Beispiel ein guter Titel gewesen. Wie war das mit dem Verleger? Naja, die bereiten jetzt eine Dialektversion des Buches vor bei Bertelsmann. Bevor wir gleich noch ein bisschen weitersprechen, sehen wir noch einen kleinen Film. Mit 20 Jahren war André Heller bereits weltberühmt und zwar in Österreich. Wenig später dann auch international. Jeder glaubt ihn zu kennen und dennoch bekommt man ihn nicht zu fassen. Im Folgenden ein weiterer erfolgloser Versuch, André Heller ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Fantasie, Sensibilität, schöpferische Kraft, der Hang zur großen Geste, aber auch Hybris, Angst und Depression, die Kräfte, die ihn antreiben. Und wenn sie kollidieren, dann gewittert es in diesem Feuerkopf. André Heller, Poet, Visionär, lebendes Gesamtkunstwerk mit Lust an Provokation und Hang zur Selbstdarstellung. Komm, Heller, komm, du musst dich arrangieren. Arrangieren konnte sich Heller lange nicht mit seiner Kindheit. Der Vater, ein jüdischer Zuckerwarenfabrikant, war meist abwesend. Ansonsten janusköpfig, gefühlskalt, despotisch und zusehends vom katholischen Eifer besessen. Er sah für den Sohn eine Karriere als Kardinal vor und steckte ihn ins Jesuitenkolleg. Doch längst hat sich Heller mit seiner traumatischen Vergangenheit ausgesöhnt.
Damals begann er Grenzen zu sprengen, erfand sich selbst. Mit der verdrängten Vergangenheit des Landes ging er hart ins Gericht. Und davor schon als Ö3-Moderator mit der Musikbranche. Mit 20 war er der berühmteste Polemiker des Landes, der Peter Alexander Platten als Brechmittel empfahl und seine Arroganz zelebrierte. Ich möchte die Stars etwas entmystifizieren, ich möchte diesen Kult stürzen und der Qualität auf Siegespodest verhelfen. Ist aber ein sehr sinnloses Unterfangen, weil wir nie ankommen können gegen das Gros der Verdummung. Wenig später war der Bürgerschreck mit Burgstar Erika Plucher verheiratet. Andre Heller inszenierte sich nicht bloß als Star, er war bereits tatsächlich einer. Als poetischer Liedermacher feierte er auf Anhieb Triumphe. 12 Schallplatten in Gold und 7 in Platin, das reicht, um auf ewig weltberühmt in Österreich zu sein. Doch Heller wollte mehr. Eine jüngere Generation von Popstars lässt sich von seinen Sehnsuchtstexten inspirieren. Den eigenen Sehnsüchten spürt Heller stets nach. Mit seinen kunstvollen Revuen versucht Heller, einer zusehends prosaischen Welt ein Staunen abzuringen, den Menschen ein Lächeln zu schenken und sterbende Künste vor dem endgültigen Untergang zu bewahren. Andre Heller war nicht immer der in sich ruhende Seelengärtner, als der er heute erscheint. Seinem Biografen Christian Seiler hat er auch seine dramatischen Krisen anvertraut. Gezeichnet wird ein Mensch, der lange angstbesetzt war, der Liebe nicht annehmen konnte. Grundlegend geändert hat sich das mit der Geburt seines Sohnes Ferdinand. Der mittlerweile 23-Jährige ist heute selbst Musiker und hat Heller zum Großvater gemacht. Christian Seilers Biografie zu Andre Hellers 65. Geburtstag ist keine affirmative Hommage, sondern das vielschichtige Porträt eines Magiers mit all seinen Dämonen. Für immer jung.